Herr Vizebürgermeister, ich darf das Wort gleich an Sie übergeben. Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Mir war es persönlich sehr, sehr wichtig, nach den Ereignissen auch am Wochenende zu einem runden Tisch auch einzuladen, zum runden Tisch, wie wir mit dem öffentlichen Raum auch in Wien umgehen. Ich habe zu diesem runden Tisch eine breite Palette an Personen eingeladen, sowohl die Polizei als auch Vertreterinnen und Vertreter der Jugend, als auch Vertreter der Clubkultur und auch der Stadt, um gemeinsam im Dialog zu schauen, wie wir im Sinne der Jugendlichen in dieser Stadt auch gut über diesen Sommer in der Pandemie auch kommen. Weil die Jugendlichen, es sind nicht nur Jugendliche, sondern es sind vor allem auch junge Erwachsene, die jetzt wieder im öffentlichen Raum auch sein wollen. Das ist verständlich, weil in dieser Pandemie gab es große Einschränkungen und Restriktionen, vor allem für junge Menschen mit Homeschooling, Unis, an die man nicht gehen konnte, Einschränkungen, Freundinnen und Freunde zu treffen. Und diese Einschränkungen waren besonders gravierend für junge Menschen. Und in der Pandemie haben wir lange alles gegeben, um die Älteren auch zu unterstützen und zu schützen. Und ein herzliches Dankeschön an alle jungen Menschen, die hier mitgemacht haben. Und jetzt ist es Zeit, auch den jungen Menschen in dieser Stadt wieder einen Teil ihres Lebens auch zurückzugeben. Weil es ist verständlich und nachvollziehbar, dass junge Menschen leben wollen, Freude erleben wollen, auch feiern wollen, Freunde kennenlernen wollen. All das soll es geben, all das ist gut für unsere Gesellschaft und jetzt angesichts der sinkenden Zahlen auch sinnvoll. Wien ist für mich auch eine Stadt des Miteinanders, des Dialogs und auch der Jugendkultur. Und darum war es mir besonders wichtig, hier in einen intensiven Austausch auch mit der Polizei zu kommen, weil das Ziel muss immer sein, zu deeskalieren, ein gutes, friedliches Miteinander auch zu haben. Da muss ich auch ganz klar sein, wenn Menschen Flaschen auf Polizisten oder Polizisten werfen, habe ich null Verständnis dafür. Das hat in unserer Stadt auch nichts zu suchen. Vor allem, wenn Beamtinnen und Beamte verletzt werden, dann ist das ein großes Problem. Nichtsdestotrotz ist die große Mehrheit der Menschen, die sich im öffentlichen Raum auch aufhalten, bloß daran interessiert, auch einen Freiraum zu haben, eine gute Zeit auch verbringen zu können. Und diese Mehrheit der jungen Menschen, die müssen wir im Auge behalten und diesen jungen Menschen auch mehr Freiheiten geben. Wir haben heute beim Rundentisch analysiert, was passiert ist. Wir haben geschaut, welche Maßnahmen wir zusätzlich setzen können. Und ich bin sehr froh, dass hier ein sehr rundes Paket für die Jugendlichen und für die jungen Menschen in dieser Stadt auch herausgekommen ist. Wir sind nicht untätig gewesen bisher. Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Wir haben schon im Frühling, als der Lockdown beendet wurde, im Sinne der Jugendarbeit und der Initiative Informieren statt Strafen mit Jugendlichen gearbeitet im öffentlichen Raum. Haben hingewiesen, was die Regeln sind, haben aufs Testen aufmerksam gemacht, haben am Donaukanal hier intensiv gearbeitet und diese Initiative ist auch gelungen. Diese Initiative hat aber immer zum Ziel, junge Menschen bis 18 und vor 10 Uhr am Abend auch zu erreichen. Was wir jetzt sehen, ist, dass natürlich junge Menschen nach der Sperrstunde um 10 Uhr sich auch im öffentlichen Raum aufhalten wollen und auch feiern. Und genau dafür braucht es auch zusätzliche Initiativen, die wir mit heute setzen werden. Vorab als Bemerkung, keine der Initiativen, die wir in Wien setzen können, da möchte ich ganz ehrlich sein, wird das Problem grundsätzlich von einem Tag auf den anderen lösen. Weil die grundsätzliche Herausforderung ist die strikte Sperrstunde, die bundespolitisch so auch festgesetzt wurde, am 10. Juni zum Glück etwas gelockert wird. Aber auch eine Sperrstunde um Mitternacht ist eine große Herausforderung, weil dann junge Menschen ab Mitternacht im öffentlichen Raum sind. Und darum ist es der Wunsch auch der Gruppe, die sich heute getroffen hat beim Runden Tisch und auch mein dezidierter Wunsch als Stadtrat, dass die Sperrstunde auch bundesweit gelockert wird und vor allem die Nachtgastronomie so schnell wie möglich, aber auf jeden Fall im Zuge des Junis noch geöffnet wird. Das natürlich mit entsprechendem Sicherheitskonzept. Wir alle haben uns an die 3G-Regel gewöhnt. Die Clubs können diese 3G-Regel auch exekutieren und darum ist es wichtig, hier auch die Nachtgastronomie wieder zu öffnen, um Räume zu schaffen für Jugendliche. Da kann ich nur einen Appell an den Bund richten, aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich geschaut, was wir denn zusätzlich in der Stadt tun können. Und es ist erstens
deeskalieren im öffentlichen Raum, in den Dialog zu kommen, auch mit den Jugendlichen, darauf hinzuweisen, dass auch gewisse Regeln wie Müll wegräumen einzuhalten sind und dass nicht gleich die Polizei einschreiten muss. Und es gibt auf Festivals zum Beispiel schon gut etablierte Awareness-Teams, die sich genau darum kümmern. So etwas gab es bisher nicht im öffentlichen Raum, aber wir haben heute in dieser Runde auch besprochen, dass es in Zukunft auch Awareness-Teams im öffentlichen Raum geben soll von der IG Clubkultur, die hier sehr, sehr viel Erfahrung hat, auch auf Festivals, auf großen Partys, um mit den jungen Erwachsenen auch am Abend, auf Nacht zu arbeiten, darauf hinzuweisen und zu deeskalieren. Das wird ab diesem Wochenende schon beginnen. Wir werden hier die IG Clubkultur beauftragen, die hier mit Sozialarbeitern, aber auch Personen, die im Rahmen von Festivals viel Erfahrung gesammelt haben, hier an Hotspots im öffentlichen Raum zu kommen, zum Beispiel am Donaukanal oder auch am Karlsplatz. Das beginnt mit kommenden Wochenende und wird dann auch schrittweise ausgebaut. Pro Einsatzteam, das Awareness-Team, sind 4 Personen immer gemeinsam unterwegs, am Wochenende sogar mehrere solche Teams, um hier in den Dialog auch zu kommen und eine Schnittstelle zu sein, auch in Richtung Jugendarbeit und auch der Polizei. Wir haben zweitens geschaut, dass wir zusätzliche Angebote im Rahmen der Stadt für junge Erwachsene auch zur Verfügung stellen, im Rahmen des Sommers. Hier ist verständlich, dass die Lust nach Feiern sehr, sehr groß ist. Wir haben auch diskutiert und überlegt, ob wir nicht extra Räume schaffen können im öffentlichen Raum. Wurde ja auch schon öffentlich etwas diskutiert. Das ist allerdings rechtlich nicht möglich, weil wenn wir im öffentlichen Raum mit der jetzigen Gesetzeslage etwas organisieren würden, ist das illegal. Und das können wir natürlich als Stadt nicht machen, weil die Bestimmungen auch einzuhalten sind und Menschen nicht als Versammlung, getarnte Veranstaltung von der Stadt organisiert werden kann. Aber wir haben andere Formate der Stadt, die wir um einen Aspekt für Jugendkultur auch erweitern. Das ist zum Beispiel der Kultursommer, der ja schon präsentiert wurde mit unterschiedlichen Acts und Bühnen. Und im Zuge des Kultursommers, und ein herzliches Dankeschön an die Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler, dass es eine eigene Schiene geben wird, auch für Clubkultur. Es wird im Rahmen vom Kultursommer eine eigene Clubschiene geben, in Kooperation auch mit Clubbetreibern, wo auch Jugendkultur stattfinden kann, um so ein zusätzliches Angebot auch für junge Menschen zu bieten, für junge Erwachsene, die hier auch einfach wieder feiern wollen und einen Rahmen haben wollen. Aber nicht nur beim Kultursommer wird so ein Angebot geschaffen, sondern die bisher bekannten Festivals am Karlsplatz, wie das Popfest, wird auch heuer wieder stattfinden in der Arena als konsumfreie, als kostenfreie Veranstaltung, wo auch sich junge Menschen natürlich treffen können und Kultur auch konsumieren können. Das sind die Maßnahmen, die wir als Stadt forcieren können, um hier zusätzliches Angebot auch zu schaffen. Problem wird erst wirklich gelöst sein, wenn die Sperrstunde auch fällt. Es ist an der Zeit, dass die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen wieder Freiräume bekommen, Erleichterungen auch genießen, die wir in allen anderen Bereichen haben. Ich kann nicht nachvollziehen, dass mit der aktuellen Infektionszahl noch immer die ganze Nachtgastronomie geschlossen sein muss. Hier ist es an der Zeit, auch zu Erleichterungen zu kommen, um den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen einen Teil ihres Lebens, einen Teil der Lebensfreude auch wieder zurückzugeben. Und das sehe ich auch als meine Aufgabe als Vizebürgermeister und Stadtrat auch für die Jugendlichen in dieser Stadt. Herzlichen Dank. Gibt es Fragen? Bitte, ich bitte darum, sich kurz vorzustellen mit Name und Medium. Mein Name ist Katharina Oef, Wien heute. Aber generell, wie will man denn solche Szenen wie jetzt letztes Wochenende wahrnehmen, Jugendliche versus Polizei, Polizei versus Jugendliche verhindern? Kann man das wirklich mit 4 Personen von der Club Commission schaffen, dass sich das wieder beruhigt? Das wird nur in einem gemeinsamen Dialog und Prozess auch gehen. Und darum war es mir heute besonders wichtig, auch mit der Polizei gemeinsam sich hinzusetzen, zu arbeiten und zu schauen, wie wir auch solche Situationen deeskalieren können. Und es ist auch im Sinne der Polizei, dass es gar nicht so weit kommt.
Und da ist unser zusätzlicher Ansatz, dass wir jetzt Awareness-Teams auch an diese Hotspots schicken, um Menschen, die sich dort aufhalten, noch frühzeitig zu informieren, darauf aufmerksam zu machen, so in einen besseren Dialog, in eine bessere Diskussion auch zu kommen, dass die Situation nicht so angespannt wird, dass die Polizei solche Maßnahmen ergreift. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und mit der Verschiebung der Sperrstunde jetzt beim nächsten Donnerstag wird hoffentlich auch etwas Erleichterung noch kommen. Aber ganz ehrlich, der Juni wird noch eine Herausforderung sein im öffentlichen Raum, weil er wird von vielen beansprucht und steht nur limitiert zur Verfügung. Ich kann nur noch einen Aufruf machen an alle, die sich im öffentlichen Raum auch treffen. Es muss nicht immer der Karlsplatz sein, es muss nicht immer der Donaukanal sein. In Wien gibt es großartige viele andere Plätze, Donauinsel, viele andere Orte, wo man sich auch treffen kann und dort meistens ein bisschen mehr Ruhe ist und man trotzdem gut auch zusammenkommen kann. Aber genau da haben Sie jetzt gesagt, solche Zonen schaffen ist nicht möglich. Der Bürgermeister hat jetzt in seiner Pressekonferenz davor schon gemeint, dass er sich vorstellen kann, dass man Zonen schafft. Warum kann man nicht auf der Donauinsel, gibt es ja schon Toiletten, aber halt quasi auch Toilettencontainer aufstellen oder zum Beispiel auf der Kaiserwiese, die ist auch nahe bei der U1-Station, auch gut erreichbar. Dort ist rundherum nur der Prater und etwas weiter entfernt der Anrainerinnen und Anrainer. Wieso kann man da nicht noch ein bisschen mehr zur Verfügung stellen, damit es sich ein bisschen verteilt einfach jetzt, solange diese Situation noch so angespannt ist? Absolut, das können wir machen. Was wir nicht machen können, ist Zonen abzusperren und zu sagen, da ist jetzt eine Partyzone. Das ist illegal und mit den aktuellen Rahmenbedingungen nicht zu ermöglichen. Was wir natürlich machen können, auch tun, ist dort, wo sich Jugendliche gerne aufhalten, zum Beispiel das Müllkonzept stetig auch zu verbessern. Auch am Donaukanal haben wir die letzten Monate vor allem der Stadtrat Jürgen Czernohorski schon aufgestockt, Müllcontainer hingestellt, zusätzliche Toiletten hingestellt, die MA48 kommt öfter dorthin und das ist natürlich für andere Orte der Stadt auch möglich und auch sinnvoll, wenn sich auch die Menschen, die sich im öffentlichen Bereich aufhalten, sich besser verteilen. Was nicht möglich ist, sind exklusive Partyzonen, das ist nach den aktuellen Bestimmungen einfach nicht denkbar und illegal. Wird auch angedacht, die Nacht-U-Bahn in dem ganzen Sinne wieder zu reaktivieren, weil der Grund, warum sich ja dort meistens so versammelt, ist ja, dass die Leute auch ohne Nacht-U-Bahn relativ schnell nach Hause kommen können von diesen zwei zentralen Orten. Wenn man die Nacht-U-Bahn wieder einführt, dann wird sich vielleicht auch wieder mehr verteilen? Das ist immer eine Frage auch der Sperrstunde und wann, wie viel Nachfrage auch da ist. Hier sind die Wiener Linien sehr offen und evaluieren auch ständig. Wenn die Nachfrage wieder groß genug wird, werden die Wiener Linien hier bestimmt auch wieder die Nacht-U-Bahn einführen. Dankeschön. Ja, bitte. Sandra Nindl von ATV Aktuell. Ich hätte eine Frage zum Platzverbot, weil ja auch die Polizei jetzt beim runden Tisch dabei war, ob das irgendwie geklärt werden konnte, weil zuletzt, das war ja offenbar nicht abgesprochen mit dem Bürgermeister, wird es das nicht mehr geben. Und diese Teams, die da unterwegs sind, ich weiß nicht, ob ich es vorhin verpasst habe, aber wo werden die überall unterwegs sein, auf welchen Plätzen? Weil wahrscheinlich nicht nur am Karlsplatz, schätze ich, oder? Dankeschön. Ich bin persönlich sehr froh, dass das Platzverbot sehr schnell auch wieder aufgehoben wurde, weil ein Platzverbot kann immer nur das allerletzte Mittel sein und es muss alles unternommen werden, um gar nicht dorthin zu kommen, dass die Polizei ein Platzverbot auch erlässt. Das habe ich heute auch sehr klar gemacht. Ich möchte das in Zukunft auch verhindern. Hier gab es einen Dialog mit der Polizei und auch dieses Awareness-Team soll hier den Dialog noch intensivieren und noch verstärken. Das Awareness-Team wird an Orten sein, wo sich besonders viele treffen. Wir starten einmal mit Karlsplatz und vor allem auch Donaukanal. Wir sind hier aber sehr, sehr flexibel und die Awareness-Teams der IG Clubkultur sind hier sehr, sehr flexibel, um auch an anderen Orten einsetzbar zu sein. Also wir beobachten die Situation und schauen dann kurzfristig, wo es auch notwendig ist. Wenn noch eine Nachfrage erlaubt wird, das heißt ein weiteres Platzverbot können Sie nicht ausschließen? Es ist eine Entscheidung der Polizei, wenn sie ein Platzverbot auch erlässt. Meine Meinung ist, dass es immer nur das allerletzte Mittel sein darf und davor alles unternommen werden muss, um ein gutes und friedliches Zusammenleben auch zu ermöglichen. Das haben die jungen Menschen in dieser Stadt verdient und niemand kann an einer Eskalation auch mit jungen Menschen interessiert sein. Rechtler Soraya, hallo vom Falter. Ich hätte eine Frage zu diesen Awareness-Teams. Wann sollen die unterwegs sein, also zu welchen Uhrzeiten? Und warum waren die Jugendarbeiter bisher nur bis 10 unterwegs? Die
Jugendarbeit ist ausgebildet und zuständig für Jugendliche, vor allem bis 18. Und das ist auch ihr Schwerpunkt, hier untertags Jugendlichen ein Freizeitangebot auch zu geben. Wir haben die Jugendarbeit jetzt dazu auch eingesetzt, um im Sinne von den Corona-Regeln auch auf das Testen zum Beispiel hinzuweisen. Das wurde sehr, sehr gut angenommen von den Jugendlichen. Aber die Jugendarbeit kann nicht auf Nachtparty-ähnliche Szenen zum Beispiel überwachen oder koordinieren oder dort informieren. Das ist einfach nicht deren Aufgabe. Und darum haben wir uns auch heute entschlossen, hier zusätzlich ein Angebot zu schaffen über die Awareness-Teams, die auf Nacht auch mit jungen Erwachsenen arbeiten können. Die sind darauf geschult, die kennen Festivalsituationen, die kennen Open-Air-Partys und sind dafür einfach besser auch geeignet. Wir starten mit schon diesem Wochenende und das Ziel ist, dass unter der Woche diese Teams auch 3 Stunden pro Tag auch unterwegs sind und am Wochenende mehrere Teams und hier wirklich in der Nacht angedacht ist einmal von 19 Uhr bis 4 Uhr auf Nacht, natürlich abhängig davon, wie viele Menschen noch im öffentlichen Raum sind. Ich bin zuversichtlich, dass dadurch etwas Eskalation herausgenommen werden kann, Dialog stattfindet, aber alle Probleme werden wir dadurch natürlich nicht lösen können. Therese Wirth von der Presse. Ich habe eine Frage zu dieser Clubschiene im Kultursommer. Ist da geplant, dass das dann ohne Sitzplätze passiert und die jungen Menschen auch tanzen können? Oder? Ich hoffe, ist aber natürlich abhängig auch wieder von den Rahmenbedingungen des Bundes, weil aktuell dürfen wir keine Veranstaltungen machen, wo getanzt werden kann, wegen auch der fixen Sitzplatzzuweisung und der Begrenzung auch der Gruppenzahl für solche Aktivitäten. Wir planen da in unterschiedlichen Szenarien. Ziel ist aber natürlich, dass auch wieder Bewegung stattfinden kann. Ich halte das für wichtig, auch für junge Menschen durch Homeschooling oder auch Uni nur von zu Hause, dass man auch wieder in Bewegung kommt. Und Tanzen ist eine gesunde und lustige Bewegungsmöglichkeit. Und ich hoffe, dass wir es auch den jungen Menschen in dieser Stadt ermöglichen können. Noch eine andere Frage zu dem Einsatz am Karlsplatz. Da wurde ja die Polizei sehr da reingegangen mit relativ starker Kampfmontur. Was war da Ihre Reaktion gegenüber der Polizei? Ich halte Eskalation für sehr problematisch und finde hier ein behutsames Vorgehen auch der Polizei im Dialog für sehr, sehr wichtig. Darum war auch der heutige runde Tisch mit der Polizei, um auch darüber zu sprechen und auch die Situation zu analysieren. Was ich der Polizei auch zugesichert habe, ist, dass es keine Akzeptanz und kein Verständnis auch der Stadt gibt, wenn Polizeibeamte beworfen werden. Das müssen wir verhindern in Zukunft. Wir müssen Eskalation verhindern und hier stärker wieder in den Dialog kommen, um hier den jungen Menschen in dieser Stadt auch ein sicheres Zusammenkommen gewährleisten zu können. Das heißt aber, es kann gut sein, also falls die Awareness-Teams zum Beispiel nicht wirken, dass trotzdem wieder zu so einem Einsatz es kommen kann. Das müssen Sie die Polizei fragen, die beurteilt ihre Einsatztaktik und macht das immer abhängig vom Gefährdungspotenzial. Viktoria von der Kronen Zeitung. Wie viele Teams werden da pro Nacht unterwegs sein? Mit wie vielen Mitarbeitern pro Team? Es ist derweil vorgesehen, dass am Wochenende 3-4er-Teams auch unterwegs sind. In dem Zeitrahmen maximal 19 bis 4 Uhr in der Früh. Bis zu 3-4er-Teams jetzt in der ersten Phase. Wir werden da stetig evaluieren, was auch notwendig ist, und es ist eine Testphase, weil es ein neues Konzept ist. Bisher nur Festivals bekannt. Wir implementieren das in die Stadtkultur. Ich halte das für einen guten Schritt und bin schon sehr gespannt, wie es sich auch die nächsten Wochen entwickeln wird. Danke. Hallo, Andreas Buschatz vom Kurier. Ich muss jetzt mal nachfragen. Am Anfang haben Sie gesagt, es gibt ein schönes, rundes Paket, und in Wahrheit kommen die Awareness-Teams und die Schiene mit dem Kultursommer, wo Sie aber noch gar nicht sagen können, ob da Sachen wie Tanzen etc. möglich sein werden, um dies ja in Wahrheit dann lösen würden. Glauben Sie, dass das in diesem begrenzten Rahmen schon die Feierlust quasi unter Kontrolle kriegen kann? Ich glaube nicht. Und genau deshalb wünsche ich mir auch mehr Freiraum, auch mehr gesetzlichen Freiraum, dass die Nachtgastronomie wieder aufsperren kann. Weil nur wenn die Nachtgastronomie, Clubs und auch Party
Partykultur wieder stattfinden kann, wird es da die wirkliche Entlastung für den öffentlichen Raum auch geben. Und darum wichtig auch mein Appell hier in Richtung des Bundes mit entsprechenden Sicherheitskonzepten, auch die Nachtgastronomie und Clubs so schnell wie möglich wieder aufzusperren, weil nur das wirklich das Bedürfnis nach Bewegung, Freiraum auch stillen wird. Wir können in Wien nur zusätzliche Angebote schaffen, wo die nicht kommerziell sind, wo freie Eintritte zum Beispiel sind, wie beim Popfest oder eben wie beim Kultursommer. Und das sind unsere Kulturinitiativen und davon gibt es ganz, ganz viele im Sommer und ein sehr vielfältiges Angebot auch der Stadt. Werden Sie versuchen, Kontakt aufzunehmen mit dem Kabinett Mückstein, quasi zu lobbyieren für die Lockerung der Sperrstunde, für die Öffnung der Nachtgastronomie etc.? Ja. Auf jeden Fall, das ist mein Appell, mein Wunsch auch. Es war eine einhellige Meinung heute beim runden Tisch, dass das wichtig wäre als Schritt. Ich bekomme das von immer mehr mit, dass auch es gewünscht wird und zum Glück sich auch die Fallzahlen so entwickeln, dass es relativ bald möglich wäre mit entsprechendem Sicherheitskonzept. Und hier mein Appell natürlich an den Herrn Bundesminister und die Bundesregierung, hier vor allem auch für die jungen Menschen in Wien, aber auch in anderen Bundesländern wieder mehr Freiheiten zu ermöglichen. Noch eine Frage zu einem anderen Thema, wenn ich darf. Die Grünen kritisieren eine geplante Reform der Mindestsicherung sehr scharf als unsozial, gerade in der Pandemie, trifft die Schwächsten etc. und auch junge Menschen. Laut der Grünen Kritik, wie reagieren Sie darauf? Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil die Grundlage der Reform war einerseits ein Bericht vom Rechnungshof, wo wir Empfehlungen nachgehen, und zweitens auch Bereiche, wo in Wien zum Beispiel das Level schlechter war, als auf Bundesebene anzupassen. Die Grundintention der Reform, abseits von diesen zwei Reformvorhaben, ist, dass der Einstieg ins Arbeitsleben als Sprungbrett auch gesehen wird und hier gefördert wird in der Arbeitsmarktpolitik, damit wieder mehr Menschen auch einer Erwerbsarbeit nachgehen können. Das halte ich für extrem wichtig, Arbeitsmarktpolitik so zu gestalten, dass der Übergang hin ins Arbeitsleben erleichtert wird. Und das war die Hauptintention auch dieser Reform und ich halte sie für notwendig und für sinnvoll. Vor allem auch, weil sie es vereinfacht für Antragsteller. Also ein Aspekt dieses Initiativantrags ist auch, den Verwaltungsaufwand damit auch zu senken. Es ist einfacher, gerechter, fairer. Ich halte das für eine sehr, sehr sinnvolle Reform. Danke. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und wir bedanken uns fürs Kommen.